Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Project Zomboid. Oh, wir müssen ein bisschen bauen. Oder ich möchte ein bisschen bauen. Oh, wer ist da hier? Haben wir doch lieber hier noch ein bisschen was weg, weil es könnte ein bisschen problematisch werden, wenn es im Weg steht. Auf lange Sicht. Schnauze, du Kackelch. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass es auf dem Server echt übel wird mit dem Warten dann. Irgendwann. Wenn ihr richtig viel umhauen müsst. Oh, war's das schon? Hä, wenn nicht mehr? Wir hatten bloß die vier Stück? Okay. Mach mal eine Stunde Pause. Und such noch kurz ein bisschen was. Soll ich ein Messer da haben? Nimm erstmal den. Ich brauche mehr Steine. Nicht diese Steine. Und ich muss diesen Truthahn töten. Das ist mir auch ein Anliegen. Ich brauche auch noch ein paar Deckel für Einmachgläser. Und noch mehr Einmachgläser und ich brauche Essig, weil dann könnte ich auch... Ah, gut. Dann könnte ich nämlich auch ein paar andere Sachen noch erledigen. Na, vielleicht finde ich auch ein paar Baumstümpfe. Baumstämme. Die würde ich jetzt sogar mitnehmen. Was? Oh, Basilikum ist ja... Kann man den wieder kaputt? Nö, hat aber auch kaum Kalorien. Ich habe dieses Jahr auch wieder Basilikum angepflanzt. Das? Oh, Weinblätter. Die gehen auch nicht kaputt. Aber so. Habe ich noch was in der Gürteltasche eigentlich? Oh, ja. Ich wusste, ich habe da irgendwas reingepackt auszusehen. Und zu den Weinblättern. Geh nicht kaputt, wie es aussieht. Das ist so viel.
Ich brauche mehr Steine. Vielleicht muss ich einfach großflächig die Straße hochlaufen an einem Tag. Oder ich gehe doch nochmal hoch zum... in die große Stadt. Ich habe jetzt auch das erste Mal einen Sicherungs... Speicherstand angelegt, weil... ja. Ihr wisst ja, Permanent Death Spiele und so. Ich will nicht von vorne anfangen müssen. Man kann ja zwar mit einem neuen Charakter tatsächlich nochmal starten, aber dann ist halt alles weg, was ich bisher gemacht habe mit dem Charakter, was ich gelernt habe. Ja, hier habe ich gerade kein Glück mit Steinen. Komm mit, Jiminy. Oh, ich habe eigentlich gehofft, dass ich so richtig loslegen kann heute. Ich glaube, ich gehe mal zurück. Dann... noch mehr Ginseng. Gucke ich einfach mal, dass ich es möglichst noch mit dem Zeug, was ich jetzt habe, was baue, und dann gucke ich weiter. Ist ich das so schwer? Nee, irgendwas muss doch hier mega schwer sein. Ist das vielleicht der Rucksack mit Inhalt? Ah ja, okay. Der hat dann doch sehr viel Gewicht, wie es aussieht. Ah, gut. Würdest du es bitte nehmen? Brauche ich nicht unbedingt. Ich habe noch mehr als genug Zeug zum Anzünden. Ich habe mein Mittag... habe ich mich gerade ernsthaft dabei gekratzt? Ach komm da, ein Kratzer, da reicht ein Pflaster. Und ich habe Humanmedizin gelernt. Das ist mir jetzt auch noch nicht passiert, dass ich da eine Blutung hatte, eine aktive. Hagebutten. Oh, der hätte mich fast erwischt. Und ich bin gerade nicht so flink. Würde mich gerade sagen, da kann ich jetzt auch das hier essen. Hier draußen sind nicht viele Zombies, aber es sind immer noch Zombies da. Es scheint halt echt deutlich leichter geworden zu sein. Ich muss dringend mal meine Sachen hier reparieren. Also die Hose hat auch schon bessere Tage gesehen. Elf Tage. Unsere Kleidung ist total im Arsch. Oh, hoppla. Ich wollte gerade sagen, wieso finde ich denn eigentlich nichts mehr? Oh, Schnecken! Okay. Pack mal hier rein. Oder hier rein. Was geht? Schnecken stelle ich mir jetzt echt nicht lecker vor, aber wie man sage, ist besser als nichts. Okay, der ist jetzt auch voll, oder? Da ist noch Platz. Honig.
Wie steht's dem Zeug? Sehr gut bewässert. Alles gut. Okay. Baum fällen. Der Typ wird so glücklich sein, wenn er sich abends in sein Bett legen kann. Wir tragen schon echt nicht viel und sind trotzdem richtig, richtig überhitzt. Keine Ahnung, warum wir besser geworden sind. Aber je höher auch unsere Instandhaltung ist, umso weniger Äxte werden wir auch brauchen. Wieso höre ich hier immer irgendwelche Elche? Oh, er schwankt auch richtig übel. Ja, Rennen kann ich gerade vergessen, glaube ich. Ich glaube, ich pack mal die Steine. Es waren nur drei. Ich hätte gedacht, ich hätte mehr. Ja, viele Stofffetzen. Da passen noch ein paar Sachen rein. Ja, okay, nicht mehr, aber. Es ist halt nicht leicht, Holzpalisadenwald zu bauen. Licht nicht genug. Ich finde es auch gut, dass hier im Haus die Türen so laut geknallt sind, dass ich das hier in einem styroporgeschützten Raum noch mitkriege. Fallen lassen. So. Ihr könnt sogar noch reichen, wenn ich genug dabei habe. Ja, vielleicht aber auch nicht. Der Typ wird üble Rückenschmerzen kriegen. Und so zieht sich das jetzt ein bisschen weiter. Stück für Stück werden wir besser. Ich muss jetzt erstmal was anderes machen. Muss mal die Äste auf hier einen Stapel hier schmeißen. Auf die hin. Hier noch mehr. Raus damit. Das Ganze reiße ich danach da weg. Kann man auch wieder ein bisschen laufen. Mehr oder weniger. Wo habe ich mich eigentlich verletzt? Am Schenkel. Ist schon passt auf Kurs.
Da wieder ein Stück. Ja, wenn das Holz da ist, dann baut man auch relativ schnell. Jetzt kann ich wahrscheinlich auch was vom Boden noch nehmen. Ja, ist ja gut. Ja, hat funktioniert. Plus 3? Hä? Ach, das ist gar kein Baumstamm. Hinter auch immer ist die leichten Sachen. So, bauen. Wichtelein baut Zaun. Ah, danach soll ich ein bisschen was davon haben. Oh ja. Bisschen was sollte ich noch loswerden? Noch ein paar Stöcke hinwerfen. Im Zweifelsfall schmeiße ich hier auch ins Feuer. Da passt ja keine Ahnung wie viel rein. Gut. Noch ein oder zwei Stück und dann darf er sich was zu essen machen und erstmal ein bisschen nötigen Schlaf nachholen, denke ich mal. Ich habe vorhin auch mal ein bisschen nötigen Schlaf nachgeholt. Okay, können wir jetzt noch machen, weil da noch was ist? Mal so viel wie möglich mitnehmen und dann das nächste Stück bauen. Ja. Das kostet jetzt halt richtig viel Kalorien. Dann machen wir uns mal was zu essen und dann wasche ich mich nebenbei. Wie weit bin ich eigentlich schon mit? Tischlerei. Ja. Ich kann jetzt leichte Sachen machen, aber noch nicht gut. Und das ist es, was mich so ärgert, weil dann sehen die echt scheiße aus. So, was kochen wir uns denn? Ja, ich könnte die Kartoffeln. Ah, da sind bloß 12 Kartoffeln drin, ich dachte, es ist mehr drin. Machen wir uns ein Pfanngericht. War noch irgendwas, was nicht mehr so gut ist. Nehmen wir nochmal ein paar Leona-Scheiben mit Ei. Das wird unser Frühstück. Dann noch ein Pilz rein. Und heute Abend gibt es ein bisschen Hühnchen. Noch Eier. Da. So. Wir haben doch noch ein paar stale Sachen. Ein bisschen Hühnchen. Ich esse ganz gern Hühnchenschenkel.
Hühnchen und Steak? Ich muss es vertun, sonst geht's kaputt. Mal gucken, dass es zeitlich anbrennt. Ah, okay. Oh, Moment. Moment. Das Wasser geht aus. Seht ihr das? Wasser 17 von 17. Das Wasser ist schon ausgefallen. Das heißt, ich muss jetzt gucken, wie... Jetzt muss ich gucken, dass ich an Wasser komme. Jetzt wird es gefährlich langsam. Das unglücklich? Nö. Macht aber ordentlich satt. Das wird unser Frühstück. Durst 0. Aber macht auch ein bisschen glücklich. Jetzt sollte ich mich nicht mehr einfach so waschen. Solange hier noch Strom ist, ist noch alles gut tatsächlich. Wasser kann ich recht gut überbrücken, aber alles andere wird schnell kritisch. So. Bisschen Steak. Steak und Kotelett. Hier gibt es nochmal so ein Mutter- und Tochter-Ding, das heißt Huhn mit Ei. Klingt erotisch, als es ist. Die Eier sind zwar noch frisch, aber wie gesagt, immer erst die Sachen vertun, die langsam gabbeln. Okay, ist alles noch frisch soweit. Was? Nein, in den Schrank. Nehme ich mal ein bisschen Käse mit. Käse. Da ist noch Köder dran. Käse hält auch sehr, sehr lange. Gönn den Joghurt. Und vergesst ja nicht euer Essen, dann fackelt euch die Bude ab. Was aber hier? Ja, würdest du es bitte nehmen? Was haben wir hier? Steine? Da fällt mir ein, ich wollte ja eigentlich hochgehen. Ich wollte noch mal hoch zur Straße gehen. Weil auf der Straße müsste ich ja eindeutig am meisten Zeug finden, am meisten Steine finden. Hieß ja, Steine findest du am ehesten auf der Straße, vor allem an Rissen. Und dann könnte ich auch gleich mal gucken,
Ob es wirklich so ist, jedes Mal, wenn ich nach neu starte, dass da alles... den brauche ich jetzt gerade nicht. Ob es dann wirklich so ist, dass jedes Mal, wenn ich neu starte, alles wieder da ist plötzlich. Das wäre schon sehr spieleverändernd. Mal hier. Ich muss dann auch langsam gucken, was ein ein Komposthaufen wäre schon mal nicht schlecht. Tatsächlich. Weil ich habe ja etliches verdorbene Zeug. Das könnte ich dann alles da reinpacken. Aber solange ich nicht Tischlerei Stufe 7 habe, komme ich jetzt nicht, werde ich mein Haus nicht anfangen zu bauen. Weil sonst sind die Strukturen alle sehr, sehr hässlich. Und ab Stufe 7 werden die halt gut. Vielleicht kommt es ja irgendwann wirklich dazu, dass ich mit Beton, einen Einbau voll mit Beton, der war ja ursprünglich drin, du konntest ja ursprünglich mit Beton arbeiten. Das geht nicht mehr. Ach komm, nimm einen Ast mit. Gott, ist der schwer. Ich hab noch einen. Ja, extra habe ich, glaube ich, genug. Habe ich schon mal eine Notfall-Axt? Weil mit dem Messer kämpfe ich mittlerweile nicht mehr so gerne. Ich möchte groß rauskommen und sehr viele Steine sammeln. Auf dem Boden sitzen sollte man ja auch nicht machen. Auf dem Boden sitzen könnt ihr machen, wenn ihr zum Beispiel lest oder irgendwas, weil es hilft auf jeden Fall ein bisschen euren Charakter zu regenerieren. Dir ist das Gesicht weggekaut worden. Eine Frau, oder? Ne, jetzt nicht mehr, aber war eine Frau, glaube ich. Hey, ist die Straße überall. Ah, da nicht, gut. Die finden sich noch gefreut. Ah ja, da bin ich ja mal rein, da bin ich mal eingebrochen, da ist nichts Größeres drin. Also ist nur Müll. Aber ich habe auch gedacht, oh, das lohnt sich bestimmt da reinzukommen. Es war nicht leicht. Die auch mittlerweile richtig Verletzungen kriegen, wenn man sie verletzt. Hohe Chance, Steine zu finden. Steine reichlich. Okay, hier sind größere Stellen in der Stadt. Ach, ich will nicht diese Kacksteine. Gib mir andere. Gib mir die Spitzen.
Bären kann man unfassbar selten finden. Okay, der gehört mir. Verpiss dich! Ich brauche spitze Steine. Oh, ich dachte, das ist cool. Aha. Ja, den brauche ich nicht. Okay, jetzt regnet es auch noch. Noch habe ich einiges an Wasser unten, das passt schon noch. Jetzt zwingt mich das Spiel aber langsam umzudenken, also einen Zahn zuzulegen, vor allem in Sachen Wasser. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt mal langsam zurück. Auch aus dem Grund, weil ich langsam nass werde, das ist nicht so gut für uns. Und ich will wissen, ob jetzt alles in der Tankstelle wieder da ist. Wenn ich wenigstens ein Ort hätte, an dem ich eine Axt gefunden hätte. Eine Axt ist eine echt gute. Eine Axt ist eine super Waffe. Und eine Axt ist einfach toll. Ich mag die Feuerwehr-Äxte in dem Spiel. Die machen halt enormen Schaden. Und du kannst mehrere mit einmal erwischen. Sieht aus, als finde ich gerade nichts mehr. Oh, doch, da ist was. Aber toll. Toll, ich habe eine Brille gefunden. Ja, sind wir zurück. Oh, ich mag die Titel von dem Spiel sind halt echt gut gemacht. Die passen auch so richtig schön zu der Stimmung, die hier quasi herrscht. Hier die Steinachspackung mal rein. Hey! Schnauze! Wir müssten einen Reittier richtig schlechter hören. Okay. Boah, ist ja 2 Kilo, über 1 Kilo Fleisch. Die gibt es übrigens wirklich, diese Tankstellen. Nee, jetzt sind sie leer. Ach, was soll's. Hätte ja sein können. Oder habe ich das einmal einfach nicht geplündert? Okay, ist da was drin? Nee. Gerade bei diesen Plastiktüten müsst ihr schauen. Ist da was drin? Das macht nämlich was aus. Ich habe schon mal eine Tüte in die Hand genommen und ich habe mir gewundert, hä, warum ist die 7 Kilo schwer? Und die war halt richtig voll mit Zeug.
Den nehme ich mal. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch was finden, wenn ich schon mal hier bin. Außer den Tod natürlich. Bleib liegen. Klopf nur mal die Titties ab. Okay, habt ihr was? Schraubentier, okay. Achso, nee, ich bin in dem Gebäude. Ja, jetzt werde ich schon das. Ich wollte eigentlich zu dem Gebäude hier. Ist hier noch ein Notizbuch? Nehme ich auch mal mit. Oh, hab ich doch richtig gehört. Ein bisschen auf den Kopf. Ach, du bist doch am Leben. Armreif. Was abgeknackt? Ja, ist wahrscheinlich nichts mehr neu, was ich noch irgendwie brauchen kann. Schaufensterpuppe. Stromhaube. Ach, auf Auto werde ich so schnell nicht umsteigen. Ist immer noch da am Zerstören. Wahrscheinlich geht es einfach nicht weiter, solange man hier in gewissen Bereichen ist. Nicht in gewissen Bereichen ist. Anzugshose am Arsch. Brauche ich irgendwo später was bauen? Ist noch irgendwas, was ich kriegen könnte? Hier war ich überall schon, glaube ich. Und Farben sind jetzt nicht so das Nonplusultra gerade. Ah ja. Was ich mal vielleicht mal. Vielleicht könnte ich mir mal sowas Verrücktes mitnehmen hier. Plastikstühle, nee, die finde ich nicht. Ich nehme mal einen Sack mit. Nur um zu schauen, ob ich damit noch wirklich nichts machen kann. Ja, man kann mit einem Fernsehgerät diese Sachen auch anschauen, wenn Strom noch da ist. Passt noch. Auf jeden Fall gerade ein Sturm, wie es aussieht. Okay, ich habe noch ein bisschen Platz. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt, aber ich nehme es jetzt mal mit. Der Sturm ist nicht gut für uns.
Der kann dafür, erstens, wir sehen nichts, und zweitens kann er dafür sorgen, dass wir krank werden. Lass mal gut sein. Okay, jetzt bin ich eh total am Arsch. Das Pflaster kann noch ein bisschen dranbleiben, das passt schon. Jetzt leider nicht so viel gefunden, wie ich wollte, aber in zwei scharfe Steine, drei Äxte, was ist das jetzt? Wettereffekt. Hier ist 75% dunkel. Oh ja, okay. Dunkelheitseffekt. Was ist da? Das 14 Uhr. Echt so ein übler Sturm. Wir müssen nach Hause. Das ist so ein Wetter, bei dem man eigentlich nicht draußen sein sollte, nach Möglichkeit. Und in der Apokalypse schon gar nicht. Nicht, wenn hier noch Zombies rumwandern. Aber ich muss wirklich aufpassen, ich könnte. Oh, eine Zwiebel? Ein Basketball? Okay, warum nicht? Warum nicht? Tausendfüßler? Ein 100, ach nee, Tausendfüßler. Also echte Tausendfüßler gibt es gar nicht mehr. Die sind ja aus einer prähistorischen Zeit. Aber 100 Füßler gibt es noch. Naja, ich brauche dann dringend ein bisschen Ruhe. Das war wieder ein mega anstrengender Tag für ihn. Aber ich habe ein paar Sachen für mein späteres Haus. Den Computer zum Beispiel. Da kann ich mir ein Computerzimmer machen, auch wenn es keinen Strom mehr geben wird ab einer gewissen Zeit. Comichefte? Ich sammle zwar keine Comichefte, aber ich sammle. Ich sammle lustige Taschenbücher. Das kostet mich so schicken. Der. Oh, fast gar nicht. Perfekt. Hat sich schon gelohnt. Feucht ist natürlich nicht gut. Je schlimmer das wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir was einfange. Und wenn ich dann einmal krank bin, dann gehe ich lieber nicht in die Stadt. Kulturpflanzen. Gemüse. Ja, stimmt, Gemüse habe ich auch schon gefunden. Zwiebeln sind ja auch Gemüse. Das war eine echt blöde Idee, jetzt rauszugehen, aber ich habe keinen Wetterbericht leider. Aber lustigerweise, oh Gott, das muss ja richtig übel sein hier. Wie die Bäume sich bewegen. Da freut man sich, in solchen Situationen freut man sich echt, wenn man dann erstmal drin ist. Dann reißt man sich, nimmt man die Sachen, nehme ich mir meistens die, wenn ich machen kann, was ich will, wenn ich nicht noch irgendwas Wichtiges zu tun habe, Sachen runter, ins Bett legen und dann schlafe ich meistens eher ein. Ist auch schon voll. Ah, hier, okay.
Meine Sneakers kaputt gegangen vielleicht. Das kann da rein. Ich schmeiß mal hin. Die brauche ich gerade nicht. So. Habe ich jetzt echt keine Schuhe mehr. Habe ich eine Tüte an? Ja, die Schuss. Ja, blöd. Blöd gelaufen, die sind kaputt. Erstmal. Erstmal gucken wir, dass wir wieder auf die Beine kommen. Und wir verlieren schon wieder Gewicht. Wir sind übergewichtig. Passt. Ruhig ein bisschen fett sein. Ein bisschen ist okay. Aber was ich mir auch reinschiebe, das wundert mich jetzt nicht unbedingt. Da muss ja irgendwas bei rumkommen. Hier nochmal ein bisschen Leona. Leona mit Ei. Und hier kommen jetzt die. Machen wir nochmal Hühnchen. Hühnchen mit Schwein. Gut, dann sind die Koteletts schon mal weg. Ach, nur bedingt. Ich muss halt auch mal gucken. Andererseits, was soll's. Wie wird das? Ja. Es wird schon weniger langsam. Erstmal fertig essen. Bei dem Sturm will ich eh nicht draußen arbeiten. Gut ist, wir sind nicht krank geworden. Frühstück. Ja, ich brauche ein besseres Bett. Wie geht's denn Fäustel eigentlich? Ah, die Sneakers kann ich weghauen. Mir ist auch mal ein Schuh kaputt gegangen, dass ich ihn nicht mehr anziehen konnte. Kochen verbessert. Das kann ich nach reinpacken. Vielleicht mal ein paar Kartoffeln. Okay, das. Habe ich nie mal gesehen, dass das Tail geworden ist. Das sind solche Sachen, die sollte man dann nicht mehr drin lassen. Pilz und noch eine Kartoffel. Aber gerade wenn du so viel hast, verlierst du relativ schnell den Überblick, was du noch drin hast.
Verrottet. Die Sachen hier muss ich auch mal mitnehmen. Den Hühnerfuß, keine Ahnung, was ich mit dem machen kann. Die Sneakers müssen weg. Nee, das bleibt. Zehn Minuten weg, gucken, dass jetzt nichts anbrennt in der Zeit. Ah, die kann ich gar nicht. Okay, was kann ich mit dem Hühnerfuß machen? Ist nicht gefährlich, wenn der ungekocht ist. Dann essen wir ihn einfach so, auch wenn es uns ein bisschen unglücklich macht. Die 70 Kalorien will ich haben. Etwas gelangweilt. Guck mal, dass ich die Patties so ein bisschen mit verbrauche. 1,7, 1,4. Unglücklichkeit. Der Sturm hat noch nicht aufgehört. Wie weit bin ich denn jetzt mit? Ich denke mal, das kann ich entfernen. Ist auch nur ein scheiß Pflaster eigentlich. Die Schlacherei wird noch ein bisschen brauchen, bis ich da weiterkomme. Wieso blute ich denn jetzt? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Nee, weil ich über die Dinger gegangen bin. Ah, ich habe nichts an. Ist noch ein. Gelangweilt. Warte mal, was ist hier los? Verflucht doch mal, jetzt kratze ich mich die ganze Zeit, ich brauche Schuhe. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu lange mache. Das muss ich auf jeden Fall zwischen den Pausen einlegen, damit ich nicht zu nass werde. Deswegen ist es eine gute Möglichkeit, meine Normalmedizin ein bisschen aufzulöffeln. Muss ich gucken, hier will ich noch einen Durchgang lassen dann. Eine Tür bauen.
nächsten Zombie, den ich finde, nehme ich die Schuhe auf jeden Fall ab. Alles ist besser, als erstmal keine Schuhe zu haben. Nur minimal weinerlich, das passt noch. Okay, das war's erstmal. Okay, bis hier unten, ein bisschen Platz ist noch. Ach so, WASD-Steuerung. Mehr Patties. Auch wenn es mich unglücklich macht. Warum zur Hölle bin ich so schwer? Immer noch so schwer. Hm.